Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Wir zeigen heute ein wirklich ganz normales Stück Technik. Sieht aus wie jedes Laptop, aber es ist es nicht. Nein, eigentlich ist es ein ganz wunderbares Stück Technik, kann man so ganz sagen. Ganz normales Stück Technik sieht aus wie ein Laptop. Ja, was haben wir hier? Apples neues MacBook Pro M2 Max. Hat wirklich eigentlich alles drin, was einen glücklich macht. Ja, also wir haben hier den neuesten M2-Chip, dieses System on a Chip von Apple, also diese Kombination aus CPU und GPU, der jetzt natürlich nochmal schneller geworden ist. Ganz klar, 30% soll er schneller sein wie der vorherige. Wir haben hier jetzt 38 Kerne für die GPU. Das ist schon mal eine Ansage und haben einen 12-Kern-CPU-Prozessor. Zuvor hatten wir eine 10-Kern-CPU. Also da ist schon was passiert. Und weil wir eben so hier und da Projekte haben, die auf unserer Workstation Probleme machen, haben wir heute gedacht, jetzt probieren wir es doch einfach mal aus. Wir haben also hier ein Projekt drauf, das ist wirklich aus der Realität, sind drei Kameras, die hier parallel laufen. Man sieht auch, wir haben nicht nur drei Spuren, sondern auch noch gewisse Grafikspuren obendrauf. Und bei uns läuft dieses Projekt, um es mal so vorsichtig zu formulieren, wenig flüssig. Auf einem Windows-System. Auf einem Windows-System. Auf unserem Windows-Schnittsystem haben wir mit diesem Projekt Probleme, es flüssig darzustellen in der vollen Auflösung, weil wir haben hier, wie du schon gesagt hast, Mischmaterial in 6K, 5,9K, 6,2K. Auch unterschiedliche Codecs. Unterschiedliche Codecs und Kameras. Wir haben hier stark komprimiertes Material von der Panasonic S1H und der Fujifilm X-H2S. Wir sehen schon, wir können einfach in das Projekt so reinspringen, als wenn nichts passieren würde, rechentechnisch bei ihm. Und auch das Scrubbing, wir können hier einfach so durchgehen. Also so mal als Anmerkung so von meiner Seite aus, wenn wir das hier bei unserem Rechner machen, der auch nicht ganz schwach auf der Brust ist, müssen wir quasi in dem Moment, wo wir wohin gescrubbt sind, so etwa 2, 3, 4, 5 Sekunden, je nachdem, warten, bis überhaupt mal das Vorschaubild da sind. Von wegen, dass da flüssig der Ton wiedergegeben wird, so wie wir es gerade erlebt haben, gibt es nicht. Lassen wir es doch einfach mal wiedergeben. Ja, wir springen jetzt einfach in die Zeitleiste, genau. An einem bestimmten Punkt drücken einfach mal die Wiedergabetaste. Und wenn du uns jetzt noch eine Vollbild gibst, dann können wir das vielleicht hier am Monitor auch schön sehen. Es läuft wirklich flüssig mit unterschiedlichen Formaten, in dem Fall Grafikformaten, mit unterschiedlichem Bildmaterial. Wirklich eigentlich krass für einen, ja, mobilen Rechner, für einen Laptop, der letztlich ja, weniger gut kühlen kann wie unser Rechner. Stichwort Kühlung, man hört ihn nicht. Er ist leise. Selbst dieses Projekt, der Lüfter, man hat das Gefühl, er hat gar keinen Lüfter, obwohl er einen Lüfter hat. Er hat ein Lüftungssystem, aber man hört es nicht. Und bevor man uns jetzt vorwirft, wir würden jetzt hier eigentlich ganz groß die Werbetrommel für Apple rühren. Wir sind tatsächlich eher Windows-orientiert und wir sind eigentlich klassischerweise nicht wirklich so die großen Apple-Anhänger, um es einfach mal so zu sagen. Was ist denn jetzt das, was dich jetzt gerade im Moment sagen würde? Ist das dein Rechner? Gute Frage. Also rein vom Arbeitstechnischen her würde ich sagen, wenn ich nur Videoschnitt betreiben würde, ich muss ihn professionell betreiben und ich muss einfach meine Projekte abliefern auf Zeit, ist das, wenn ich es nur als Arbeitswerkzeug sehe, sicherlich wäre es derzeit meine Empfehlung schlechthin als Mobilrechner, wenn man damit Videoschnitt betreiben will. Damit haben wir die Vorteile rausgearbeitet, der Nachteil, das ist jetzt relativ offensichtlich, das ist der Preis, ne? Ja, also bei der Konfiguration, wie wir sie jetzt hier haben, nochmal, um ganz kurz die technischen Daten nochmal abzustecken, wir haben jetzt hier noch 64 GB Arbeitsspeicher drin, also diesen geteilten Arbeitsspeicher, der ist ja kombiniert bei den Mac Pro Modellen. Die GPU und die CPU, die dürfen beide auf diesen zugreifen. Das Modell hat maximal 96 davon, wir haben jetzt hier 64 drin und haben noch eine 2 Terabyte SSD drin. Maximal ist da 8 Terabyte möglich, aber den Preis, den wir hier jetzt haben, bei dem Modell, der bewegt sich auf 5.100 Euro rund. Jo, dann würde ich doch mal sagen, das ist ein ganz klares Problem, sage ich mal. Einfach, weil das Geld muss man ja irgendwie reinwirtschaften. Muss man irgendwie haben. Und die 2 Terabyte sind eben, das haben wir jetzt gemerkt, schon im Praxiseinsatz, wären für uns deutlich zu klein. Um mit ihm zu arbeiten in der Praxis und mit ihm Projekte durchzuziehen, wir haben einfach Projekte, die größer sind als 2 Terabyte. Definitiv. Das heißt, wir müssten aufrüsten. Wie gesagt, es gibt maximal 8 Terabyte, aber die 8 Terabyte lässt sich Apple mit rund 2.300 Euro Aufpreis bezahlen. Dann sind wir bei diesem Gerät, wären wir ungefähr bei fast rund 8.000 Euro, muss man sich erstmal leisten können.
ja, muss man erstmal wieder reinwirtschaften oder so rum betrachten. Jetzt ist es so, wir haben hier ein Rechner stehen, der jetzt im Moment uns als Leihgabe da ist. Den haben wir eine ganze Weile getestet und wir haben ihn nicht nur getestet mit Premiere Pro. Das haben wir einfach gemacht, weil wir aus der Praxis sehr viel mit dem arbeiten. Welche Erfahrungen hast du denn mit Final Cut gemacht? Final Cut ist in der Regel so, dass es nochmal deutlich besser optimiert ist als Premiere Pro. Premiere Pro macht schon Spaß, Blackmagic, DaVinci Resolve macht Spaß. Aber Final Cut ist einfach optimal auf die Maschine, auf die Hardware-Basis hier abgerichtet. Da sind dann so Späße wie 46 Spuren ProRes gar kein Problem. Und das ist natürlich schon eine Ansage. 46 Spuren ProRes sind dann auch 8 Terabyte fast etwas zu wenig, um das mal so zu sagen. Deshalb brauchen wir dann externe Festplatten. Ja. Was hat er denn da zu bieten? Extern können wir nur über Thunderbolt ran. Thunderbolt 4 haben wir hier da einen Anschluss, haben wir hier nochmal zwei. Muss ich dann natürlich auch entsprechend zukaufen. Logischerweise. Wenn ich die nicht habe. Jo. Weil sicherlich sehr viele haben noch die alte USB-A-Schnittstelle oder müssen dann halt mit Adaptern arbeiten. Und um natürlich dann das voll ausnutzen zu können, muss ich natürlich das Laufwerk auch Thunderbolt 4 unterstützen. Und wohlgemerkt, externer Festplattenspeicher, SSD. Unter dem geht es nicht, sonst brauchen wir mit vielen Spuren gar nicht drüber nachzudenken. Genau. Also man merkt schon, es ist ein Stück Luxustechnik, ein Stück, das aber auch, sage ich mal, seinen ganz klaren praktischen Vorteil hat. Was jetzt? In jedem Fall, wir müssen die 8.000 Euro jetzt locker machen, oder wie? Wenn man die 8.000 Euro hat, auf jeden Fall nicht schlecht investiert. Man bekommt den Mehrwert dafür wieder raus, aber um in der Windows-Welt diese Leistungsfähigkeit zu erreichen, muss man auch nicht wenig Geld in die Hand nehmen. Also von dem her sollte man da ganz genau abwägen. Wobei ich gerade keinen Windows-Mobilrechner kenne, der theoretisch an diese Leistungsfähigkeit rankommt derzeit. Damit, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst, warum wir mal tatsächlich relativ ausnahmsweise ein Video zu einem Laptop machen, warum wir ein Apple-Gerät, ja, ich sage es jetzt einfach mal, featuren. Wir machen es nicht, weil wir wahnsinnige Apple-Fans sind, sondern weil wir ein Fan von hoher Leistung sind. Kann man das mal so festhalten? Wir sind Fans von hoher Leistung, zwangsläufig. Genau. Weil wir eben mit unserem stationären Rechner in letzter Zeit dann doch an Leistungsgrenzen gestoßen sind und wir dann doch wissen wollten, wie sich eben Apples neues Mobilsystem mit den Dateien schlägt, die wir im alltäglichen Gebrauch benutzen. Insofern sage ich jetzt einfach mal, wir haben es, glaube ich, jetzt ganz gut rübergebracht. Wir haben euch Leistungstests gezeigt. Wir zeigen euch, wie alles so funktioniert, wie man auch, das muss man vielleicht noch fest dazu sagen, am Ende ist es egal, ob Apple-Welt oder PC, sprich Windows-Welt, der Rechner lässt sich problemlos in die Windows-Welt integrieren. An dem liegt es tatsächlich nicht. Also das ist kein Gegenargument. Wir überlegen jetzt tatsächlich sehr heiß daran rum, ob das für uns auf Dauer eine Lösung ist. Wir werden euch in jedem Fall da ein Update noch zu geben. Insofern sage ich jetzt einfach mal danke an Philipp, dass du das uns vorgestellt hast. Gerne. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich sage jetzt einfach mal tschüss. Tschüss.